Fuß und Frank Buschmann sind für Sie live dabei. Und es kann eigentlich keinen Zweifel geben. Dieses Spiel hier, das wird richtig interessant. England gegen Deutschland. Ich glaube, das wird eine hochinteressante Partie, Wolf. Es geht zwar eigentlich um nichts, aber die Mannschaften sehen das wohl anders. Die Engländer jetzt. Jetzt die Flanke. Manuel Neuer ist da und verhindert den Gegentreffer. Kein Problem für den Nationaltorhüter. Das macht er sehr gut. Klasse Tackling. Sané. Flanke kommt rein. Den Kopfball hat er. Klasse gemacht. Gar nicht einfach, denn der war wirklich gut. Tja, wenn Sie den machen, dann ist es die Führung so weiter 0-0. Da hatten Sie noch mal Glück. Das wissen auch die Fans. Auf Dauer geht das so nicht gut. Weiterhin unentschieden. Schussversuch. Kein Tor. Neuer hat ihn. Glanzparade. Das war es beinahe. Das erste Tor in diesem Spiel. Aber das hat er gut gemacht. Kane geht vorbei. Chance zur Führung. Mount. Ganz spannende Szene. Parade Neuer. Immer noch gefährlich. Junge, war das knapp. Ja, da können Sie jetzt durchatmen da hinten. Da waren Sie doch noch zur Stelle. Viele Augen ruhen in diesem Spiel auf Raheem Sterling. Das ist einfach ein Spieler, der sich immer wieder durchsetzen kann. Und wo? Oh, jetzt haben Sie die Chance. Jetzt geht's richtig los. Wir haben den ersten Treffer. Schauen wir uns das nochmal an. Da kann er aus kurzer Distanz abschließen. Das war dann am Ende kein Problem mehr. Den macht er sicher. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Deutschland mit dem Tor. Und das ist der Doppelschlag. Sie treffen schon wieder. Das haben sie eiskalt gemacht und die Gegenspieler waren sicher auch noch nicht wieder voll da. 2-0 steht es hier, sie machen einen guten Eindruck. Nicht gut von Reus, der Ball kommt nicht an. Die Engländer mit Platz auf dem Flügel. Da haben sie den Ball, gut gemacht. Leroy Sané. Ball kommt rein. Harry Kane. Vielversprechender Steilpass. Und die Situation ist wieder bereinigt. Sterling. Sie lassen den Platz für die Flanke. Gnabry. Mount mit der Chance. Manuel Neuer kommt noch an den Ball. Ja, auch das wieder eine unglaubliche Aktion. Vielleicht ist diese Ecke die Chance, nochmal zu verkürzen. Die Fans geben alles. Sie können nicht klären. Sind weiterhin mit. Ist das der Anschlusstreffer? Kein Tor. Neuer hat ihn. Die Gäste sind beim Ballbesitz hinten, aber ich glaube, das kann ihnen völlig wurscht sein. Sie führen, nutzen ihre Chancen, sind sehr, sehr effektiv in ihrer Spielweise und das zählt am Ende. Aber das ist jetzt die Chance. Das Tor, Volley genommen, ganz starke Szene. Wir sehen nochmal dieses Tor, da ist die Flanke und dann macht er das natürlich super. Lässt den Ball noch kurz aufspringen, nimmt sich die Zeit, macht das ganz ruhig und
schließt erstklassig ab. Vorsichtig formuliert, zeichnet sich da spätestens jetzt eine gewisse Dominanz ab. Die Anzeigetafel spricht Bände. Geht da mit vollem Einsatz zum Ball. Müller. Da ist die Chance. Er hält ihn. Unglaublich, das war eine tolle Chance und da muss er schon sein ganzes Können zeigen. Ecke kommt von Kimmich. Gefahr bereinigt. Rüdiger. Er zieht ab und versucht den Torhüter zu überraschen. Beruhigende Führung zur Pause. 3-0 ist der Spielstand nach 45 Minuten.